Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Silvers Solo Abenteuer in Karasan. Zweiter Boss der Turmspitze an der Reihe, das ist Nethergroll. Nethergroll wacht über sämtliche Portale in Karasan. Wir brauchen sein Steuermodul. Die Heldenfähigkeit von Nethergroll ist Netherzorn. Diese Fähigkeit wird automatisch gecastet und verleiht ihm 3 Angriff. Dadurch, dass er keine Diener im Deck hat, ist er auch der Einzige, der hier angreifen kann. Allerdings hat er diverse Zauber im Deck, die können natürlich auch Schaden verursachen. Interessant wird der Kampf durch die beiden Portale, die sich auf unserer Seite des Spielfelds befinden, ein blaues und ein rotes. Das rote Portal sendet einen Strahl aus, der seinem Ziel Windzorn verleiht. Das blaue Portal sendet einen Strahl aus, der seinem Ziel Schadensschutz verleiht, in dem Sinne, dass man pro Angriff nur einen Punkt Schaden nehmen kann. Diese beiden Strahlen sind am Anfang auf Nethergroll gerichtet, verleihen also ihm diese beiden Effekte. Wir können die Strahlen unterbrechen, indem wir Diener hineinstellen, die dann jeweils diesen Effekt bekommen. Genau das ist auch der Schlüssel zum Sieg in diesem Kampf, Nethergroll die beiden Strahlen entziehen und sie dann mit den eigenen Dienern nutzen, sodass man selbst die Effekte bekommt. Nethergroll wird natürlich versuchen, sich die beiden Portale zurückzuholen, indem er die Diener zerstört, die sie besetzen. Allerdings kann man das Ganze relativ schnell aushebeln, indem man einen dicken Diener mit Spott in den blauen Strahl hineinstellt. Dadurch, dass er nur einen Schaden nimmt, überlebt er sehr lange und schützt damit unsere Lebenspunkte und auch den Diener im roten Strahl. Währenddessen sollte der Diener im roten Strahl so weit verstärkt werden, dass er möglichst viel Angriff hat und zusammen mit dem Windzorn-Effekt dann den Schaden verursacht, um Nethergroll zu besiegen. Um das alles zu erledigen, habe ich mir ein Schamanendeck zusammengestellt. Dieses Deck beinhaltet natürlich einen Spott wie den Schildmeister von Senjin, der in das blaue Portal reingelegt werden sollte. Allerdings kann auch jeder andere größere Diener dafür verwendet werden, denn wir haben ja auch die Zauberkarte Heilung der Ahnen im Deck, die jedem beliebigen Diener Spott verleihen kann. Solange dieser Diener dann am Leben bleibt, sind unsere Lebenspunkte und die Diener auf der roten Seite sehr gut geschützt. Dazu können wir natürlich unsere Totems zur Hilfe nehmen und die Heilung der Ahnen, um den Diener am Leben zu halten. Die Totems sind auch hervorragend geeignet am Anfang der Partie, um ein Totem in den blauen Strahl zu stellen. Das wird zwar relativ sterben, solange Nethergroll noch Windzorn hat, aber unsere Lebenspunkte sind für eine Weile geschützt, sodass wir damit den Anfang überbrücken können, ehe wir einen Diener wie den Schildmeister in den Strahl stellen können, der länger überlebt. Idealer Kandidat für den roten Strahl wäre zum Beispiel der Wolfsreiter. Dadurch, dass er Angriff hat, kann er sofort im gleichen Zug zweimal angreifen und damit einen sehr schönen Auftakt bilden. Ansonsten ist jeder andere starke Diener genauso gut geeignet. Wir haben natürlich auch Verstärkungskarten in diesem Deck enthalten, wie das Flammenzungen-Totem, die Waffe des Felsbeißers und ähnliches. All das kann natürlich dann im weiteren Verlauf genutzt werden, um den Schaden gegen Nethergroll weiter zu erhöhen. Wichtiger Hinweis, man sollte versuchen, zuerst das blaue Portal zu unterbrechen, zum Beispiel mit Totems, denn solange Nethergroll den Effekt des blauen Strahls hat, machen Angriffe gegen ihn keinen Sinn, denn er würde ja pro Angriff nur einen Schaden nehmen. Auf der anderen Seite, wenn man einen schwachen Diener in das blaue Portal reinstellt, selbst wenn er 2 Leben hat, wird Nethergroll ihn vernichten können, solange er den roten Strahl noch hat. Selbst ein Spott-Totem hat da relativ wenig Chance, insofern sollte man möglichst versuchen, entweder beide Portale gleichzeitig, also im selben Zug zu unterbrechen, oder mit dem blauen anfangen, mit einem entsprechend starken Diener und dann im nächsten Zug sofort das rote hinterher. Sobald im blauen Portal ein entsprechend starker Spott steht, ist die Sache quasi geritzt, danach ist es keine große Herausforderung mehr. Schauen wir uns den Kampf im Clip an, dazu noch ein Hinweis. Im Clip wird man ein paar Karten sehen, die jetzt in dem Deck gar nicht mehr drin vorkommen, wie die Verhexung oder den Frostwolf-Kriegsfürst. Die beiden Karten habe ich nach meinem ersten Sieg aus dem Deck rausgenommen. Die Verhexung macht keinen Sinn, weil keine Diener in Nethergrolls Deck drin sind. Und der Frostwolf-Kriegsfürst hat nicht so arg viel Sinn gemacht, da ich in der Regel nicht allzu viele Diener ausspielen werde, ehe der Kampf vorbei ist. Davon abgesehen ist es genau das gleiche Deck und ich sage viel Spaß beim Clip, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Gegen Nethergroll! Wer stört mich bei meiner Arbeit? Eure Zeit ist gekommen. So, die 2 tauschen wir mal aus. Boah, nicht schlecht. Okay, das sind die beiden Portale. Diese Strahlen stärken den Drachen. Blockiert sie mit Dienern.
meine Versuchsanordnung! Lass die Finger davon! Roter Strahlwindzorn. Ja, der blaue Strahl schützt. So viele Welten! So viel zu entdecken! Modulationen sind genau eingestellt. Sagt uns einfach, ja, in welchem Portal Medivh steckt. Okay, erste Erkenntnis, ich muss das blaue Portal zuerst unterbrechen. Man kann er zwar zweimal angreifen, aber der Diener nimmt nur einen Schaden. Hingegen ich. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das war's. Okay, die Totems können natürlich den blauen Strahl auch unterbrechen. Bietet sich natürlich dann für den Schamanen an. Wir brauchen diese Portale. Die Gäste fangen bereits an, Folianten in das Mana-Becken zu werfen. Muss anscheinend was Stärkeres dahin platzieren, damit es ein bisschen länger durchhält. Das Totem ist kein wirklicher Verlust. Das war nicht unbedingt ein schöner, beispielhafter Sieg fürs Video, aber er ist authentisch. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wie dieses Gerät funktioniert. Erste Belohnung: Nethergroll Historikerin. Was ein Wort. Und der Bücherwurm.